Wenn Glyphosat verboten wird, dann ist es bei uns auch, müssen wir auch eine Lösung finden. Ne? Was funktioniert eben besser oder schlechter, wenn wir kein Glyphosat mehr haben? Darum geht es ja eigentlich. Ne? So. Ja. Da, da du ja auch viel Zwischenfrüchte baust und viel auf deinen Flächen, haben wir auch gesagt, wie kriegen wir das am besten geregelt oder wie kriegen wir es am besten hin, dass wir das eben ersetzen können. Ja? Es ist ja auch von der Auswertung, denke ich, ja, war es ja so auch interessant, oder was im Endeffekt dann wirklich im Detail rausgekommen ist. Ne? Es war mal interessant, das zu sehen, was es für Möglichkeiten gibt oder auch was für Ideen, die in der Industrie kommen, um irgendwas zu machen, ist ja auch nicht verkehrt. Aber eins kann man schon sagen, auf jeden Fall, das Glyphosat zu ersetzen durch die Arbeit ist nicht so, dass man einfach sagen kann, wir nehmen eine Bodenbearbeitung, ersetzen das. Ich denke immer, da sind viele kleine Punkte, die dann auch zuzählen. Wenn wir das Ganze ersetzen wollen und die ganzen Vorteile der Direktsaat oder Mulchsaat eben beizubehalten, dass man sagt, wir müssen die Fruchtfolge umstellen. Wir müssen viele andere kleine Schrauben noch drehen, nicht nur die eine Schraube. Ne? Ja, ja. Und das ist eben nicht nur sagen, Glyphosat weg, dafür Bodenbearbeitung. Naja. Tja. Naja, werden wir mal sehen. Dann werden wir uns jetzt mit den Damen treffen und die sollen uns erzählen. Mhm. Was aber rausgekommen ist, was die geschrieben haben und bewertet die haben. Empfehlung geben, was wir denn machen. Was wir machen sollen. Ja, ich darf euch recht herzlich begrüßen als Lead-Partner und ihr als OG-Mitglieder zu unserem Abschlussmeeting unseres EEP Agri-Projektes. Und wir sind ja vor jetzt 4 Jahren gestartet mit einer sehr spannenden und auch brisanten Fragestellung. Können wir Glyphosat in Zukunft durch andere Strategien oder Empfehlungen geben, wie wir ohne Glyphosat arbeiten? Und heute wollen wir uns mal ein bisschen austauschen zu den Ergebnissen, zu einigen ausgewählten Ergebnissen, die wir im Projekt gewinnen konnten, Empfehlungen geben konnten. Und ja, freue mich, dass wir da uns heute hier zusammenfinden und uns austauschen können. Mein Name ist Jana Epperlein. Ich leite die Geschäftsstelle der Gesellschaft für konservierende Bodenbearbeitung und bin promovierte Agrarwissenschaftlerin. Im Projekt hatte ich die Koordinierung inne, also habe alle OG-Mitglieder begleitet in der Koordinierung, und als zweite Aufgabe hatte ich den Wissenschaftspart, also habe gemeinsam mit den OG-Partnern die wissenschaftlichen Untersuchungen durchgeführt und ausgewertet und zusammengestellt. Mein Name ist Burkhard Frommer, ich bin Landwirt und habe die Flächen zur Verfügung gestellt und die Außenarbeiten gemacht und alles begleitet. Und außerdem bin ich auch noch stellvertretender Vorsitzender der Gesellschaft konservierenden Bodenbearbeitung. Und deshalb haben wir eine super Zusammenarbeit gehabt. Mein Name ist Andreas Altenbach. Ich bin Landwirt und arbeite schon seit über 20 Jahren mit Burkhard zusammen. Und deswegen war ich als Begleiter in diesem Projekt tätig und habe mich sehr erfreut über die gute Zusammenarbeit. Mein Name ist Anja Schmidt. Und als diplomierte Agrarbiologin war ich im EEP Agri-Projekt verantwortlich für die wissenschaftliche Begleitung. Mein Name ist Henrik Frommer, ich bin OG-Mitglied, Betriebsleiter eines landwirtschaftlichen Betriebes und stelle eine Fläche zur Verfügung für das Projekt. Ja, und es ist ja ein Praxisprojekt gewesen, und das ist ja auch die Idee hinter dem EEP Agri, dass Fragestellungen aus der Praxis bearbeitet werden. Hier in dem Fall waren wir in 2 Praxisbetrieben in Niedersachsen und dort eben auch mit wirklich praxisüblicher Technik dieses On-Farm Research durchzuführen und eben dann, aber auch schon bei Beginn des Projektes, Ergebnisse schon auch Landwirten vorzustellen oder auch innerhalb des Projektes zu diskutieren. Und das ist ja auch das Besondere und das Gute an so einem EEP-Agri-Konzept, dass wir auch innerhalb dieser Projektlaufzeit schon die Ergebnisse, die wir gewonnen haben, auch vorstellen können. Das haben wir ja auch viel gemacht. Ihr erinnert euch an die vielen Feldtage und Veranstaltungen, die wir durchgeführt haben. Und davon hat das Projekt auch sehr gelebt, dass wir hier auch mit den
teilnehmenden Landwirten, Wissenschaftlern, Vertretern aus der Politik diese brisante Fragestellung eben gerade, was passiert, wenn Glyphosat nicht mehr da ist, diskutieren konnten. Und das fand ich also in dem Projekt sehr gut, dass wir das wirklich von Anfang an auch in die Öffentlichkeit getragen haben, dass wir, weil das ja auch ein Thema ist, was sehr brisant ist und ja auch so ein bisschen da auch Lösungen zu finden oder auch zu informieren, was können wir denn tun, um weiter fluglos oder Direktsaat betreiben zu können, wenn Glyphosat eben nicht mehr zur Verfügung steht. Da sieht man auch sehr gut daran, wie die Nachfrage jetzt schon nach den Ergebnissen ist. Ich werde am 1. und 2. Februar nach Landshut fahren, Landtechniktage. Da soll man das Projekt auch schon vorstellen. Aber daran sieht man auch schon, wie groß das Interesse an unseren Ergebnissen ist. Ich denke, wir werden ja eh davon ausgehen, dass wir die Ergebnisse noch weiter präsentieren, wenn alles abgeschlossen ist, dass das auch noch viel größeren Rahmen wird, wo wir das präsentieren müssen. Aber interessant ist schon mal, ne, dass die Landshuter uns da anfordern und dass wir da hinfahren sollen. Ne? Also ich denke, dafür ist es ja auch gut, dass wir heute noch mal gucken, welche Themen wirklich sehr zielführend waren. Genau. Und dann können wir heute noch so ein bisschen gucken, wo wir einen Fokus einfach auch drauflegen. Und wann können wir damit rechnen, weil die uns mitgeholfen haben? Da sind auch einige, die schon nachgefragt haben, wie die Ergebnisse sind oder so. Die waren ja sehr interessiert bezüglich unserer Regenwurmsache. Wir geben Mitte Februar das Projekt ab. Wir sind auch soweit im Endbericht fertig und werden es dann auch, denke ich mal, auf die Homepage der GKB stellen und werden auch nochmal in den sozialen Medien einfach informieren, dass es dann soweit ist, dass man das nachlesen kann. Und ich denke, dann werden schon viele Nachfragen kommen, dass wir auch auf verschiedenen Veranstaltungen, vielleicht auch in den Webinaren der GKB und so weiter, dass einfach die Ergebnisse nochmal vorstellen. Ja, nee, das ist ganz wichtig. Wir haben ja auf der GKB-Homepage einen Bereich mit dem, also direkt einen eigenen Projektbereich, wo wir auch schon Veröffentlichungen drauf haben. Also wir haben ja schon in DRG-Mitteilungen veröffentlicht, in der LOP, Landwirtschaft ohne Flug. Also einige Artikel sind ja schon erschienen. Dort werden wir auch den Abschlussbericht dann reinstellen. Also da gibt es einen Download dann als PDF. Da kann man dann sich den anschauen. Und wir hatten auch schon, ne, Anja, jetzt Fragen im Facebook, auf unserer Facebook-Seite. Also das Interesse, das auch mediale Interesse an den Ergebnissen ist schon groß. Und da freuen wir uns, dass wir auch vielleicht gezielt da in der Diskussion eben noch auch weitere Daten liefern können. Ich denke, vor allen Dingen das Gute wird ja auch einfach sein für die Leute, die sich für die Ergebnisse interessieren. Haben wir ja auch komplett begleitend von Anfang an Videos gedreht. Ne? Wie sind wir überhaupt zu der Fragestellung gekommen? Wie war der Versuch aufgebaut? Wie haben wir verschiedene Sachen umgesetzt? Wir haben ja auch bei der Regenwurmbeprobung auch noch mal extra ein Video gedreht und eben auch zu den Feldtagen. Es gibt ja eigentlich zu jedem größeren Thema auch ein Video unterstützen, dass man das Ganze so projektbegleitend sich anschauen kann. Und was wir schon da hatten, wir hatten unsere jetzige Landwirtschaftsministerin schon auf dem Betrieb. Da wussten wir dann eigentlich, dass Frau Miriam Staudter, der haben wir das auch schon vorgestellt. Mhm. Und damals wussten wir noch gar nicht, dass sie Ministerin wird. Und jetzt haben wir die aber schon, der haben wir das schon präsentiert. Und hoffentlich können wir mit den Politikern da auch noch ein bisschen was bewirken oder denen das auch noch mal näher bringen. Aber nicht nur den Landwirten, sondern ich denke gerade den Politikern oder der politischen Schiene ist es wichtig, auch die Ergebnisse zu präsentieren. Ja, deswegen war es auch so wichtig. Deswegen haben wir auch einen Feldtag oder eine Feldbegehung wirklich nur für die Regionalpolitiker oder die speziell eingeladen und haben gesagt, hier, wir wollen euch das präsentieren, wir wollen mit euch diskutieren, wir wollen zeigen, was haben wir im Projekt bearbeitet, welche Alternativen. Also wir haben ja im Projekt diese 6 Varianten angelegt, also beziehungsweise Glyphosat war unsere sozusagen Vergleichsvariante oder Standardvariante. Dann hatten wir ja die 3 mechanischen Varianten. Dann als Vergleich auch gehen Unkräuter elektrophysikalisch mit Strom zu bekämpfen oder was wir eigentlich am Anfang sehr spannend fanden, wie können wir pflanzenbaulich was machen? Also vielleicht, wie kann man sozusagen als biologische Variante, wie kann man Unkraut unterdrücken mit Untersaaten, mit Zwischenfrüchten? Und da haben wir uns eigentlich sehr viel erhofft, aber ich weiß nicht, wie ihr das seht.
In vielen, also als praxistauglich kann man so eigentlich die Variante noch gar nicht bezeichnen, oder? Seht ihr das? Naja, weil wir auch unter sehr ungünstigen Bedingungen gestartet haben. Wir sind aus 2018 schon mit einem sehr trockenen Jahr und schlechten Zwischenfrüchten haben wir gestartet. So 2019 war sehr trocken und im Mais konnten wir überhaupt keine Untersaat etablieren, weil es einfach viel zu trocken war. Und das Wetter hat uns immer wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht bei der Etablierung. Sonst halte ich das immer noch für eine klasse Geschichte oder eine toll, wenn wir Untersaaten hinkriegen können. Aber wir waren einfach zu wetterabhängig und die Jahre waren zu extrem für diese Geschichte. Ne? Ja, aber ich denke, wir haben ja 2019 sind wir mit dem Ganzen gestartet. Ne? Und für uns war das einfach damals, oder es ist auch heute noch eine wichtige Fragestellung. Und ich bin froh, dass wir die Variante mit reingenommen haben. Ja. Also für mich sind die Varianten, die haben Sinn gemacht und sie machen heute noch Sinn. Und ich finde es jetzt im Nachhinein auch super, dass wir hier in der Region zwei Betriebe hatten. Ne? Also euren Betrieb und den auch von Holger Bese. Und wir haben ja auch zwei komplette verschiedene Standorte, von den Standortbedingungen, Böden. Und das haben wir ja auch gesehen. Damit können wir das ja noch viel mehr in die Breite einfach tragen, dass wir auch sagen können, jeder Standort ist einfach anders. Ne? Und man muss einfach so ein bisschen auf die Bodeneigenschaften schauen. Ne? Ja, und das ist ja auch ganz klar rausgekommen, ne? Der Bodenstand oder der Standort. Wir mussten ja teilweise zwei, teilweise hatte eine Bearbeitung, teilweise zwei, teilweise drei. Das musste man wirklich vom Boden abhängig machen. Das war gar nicht, man kann das nicht verallgemeinern. Da hast du recht. Das war wirklich sehr gut, dass man diese zwei Standorte, verschiedenen Standorte. Und ich denke, das gibt sich ja auch in den Populationen oder von den Bodenleben ja auch irgendwo, spiegelt sich das ja wieder in den Ergebnissen, oder? Ja, da können wir nachher gleich nochmal einen Blick drauf werfen. Aber das ist genau richtig, weil dieses On-Farm-Research, es gibt ja keine Wiederholung. Also wir hatten ja einen Streifenversuch und dadurch, dass wir das eben auf zwei Standorten sozusagen den Versuch gespiegelt haben und mit unterschiedlichen Bodenbedingungen, konnten wir also da bei bestimmten Fragestellungen doch noch mal mehr Gewicht reinbringen. Also das fand ich schon. Es ist natürlich, wie am Anfang gesagt, diese Praxisforschung soll ja darauf hinausgehen, eben auch wirklich Empfehlungen zeitnah in die Praxis zu geben. Und das hat es eigentlich hier, muss ich sagen, sehr gut getan, weil so viel Interesse zu diesem Thema ja auch bei den oder die Feldtage das auch wieder gespiegelt haben, ja, die Teilnehmer. Ja, und ich denke auch, Hendrik, ne, ihr habt ja alles praktisch draußen umgesetzt. Das war schon auch ein großer Zeitaufwand, aber wir haben uns ja von Anfang an auch dazu entschieden, das als Praxisversuch zu machen, aber ich sag mal so digitale Werkzeuge als Hilfsmittel zu nehmen. Und ich denke, ne, also wir haben ja auch Versuche komplett eingemessen und auch wenn wir Beprobung gemacht haben, die Beprobungspunkte eingemessen, auch wenn das ein hoher Zeitaufwand war, aber damit können wir schon sicherstellen, als Praxisversuch, dass die Ergebnisse auch vergleichbar sind. Ne? Also ich denke auch für Sachen, die man vielleicht auch später mal macht, sind das Sachen, die wir gut auch hier lernen konnten. Ja. Ne? Genau, also diese ganze Georeferenzierung war ein gutes Tool, was wir gut im Projekt genutzt haben, dass wir uns wirklich Bereiche geschafft haben in den Versuchen, wo wir immer wieder zum Beispiel Regenwürmer beprobt haben, weil doch die Heterogenität im Schlag so ganz ausschließen kann man die ja immer nicht. Und deswegen war das ein wichtiges Werkzeug. Gut, wir haben auch viele andere noch Werkzeuge gehabt in der Digitalisierungsbox sozusagen. Also wir haben ja auch Drohnenflüge gemacht, wir haben Bedeckungsgrade gemessen. Also da haben wir doch einiges an Maßnahmen benutzt auch. Drohensuche im Mais, die abgestürzt ist. Das gehört alles dazu. Durch Mais krabbeln und die Drohne suchen. Halt, das Besondere ist einfach, dass wir diese digitalen Werkzeuge genutzt haben, aber auch mit dem, was uns zur Verfügung steht, abgeglichen haben, indem wir einfach auch Bonituren durchgeführt haben und konnten das Ganze ein bisschen abgleichen und auch gucken, wo wir da wirklich stehen. Ne? Also ich war ja erst skeptisch über diese ganze Digitalisierung, bin ja auch schon etwas älter, aber wie ich dann doch gesehen habe, was so diese Luftbilder oder die Vermessung der Flächen oder Beprobung der Flächen, was das dann doch gegeben hat, wie wir die Karten übereinander gelegt haben, von mir aus dem Gedächtnis gezeichnete Karten, wie ich das über seit 40 Jahren kenne, die Fläche, und von der Fläche, wie das doch übereingestimmt hat. Also ich
muss jetzt meine Meinung doch ein bisschen revidieren und sagen, das ist doch gar nicht schlecht, diese ganze Digitalisierung, wo ich eher so skeptisch war. Aber das hat für mich selbst auch ganz schön was gebracht, dass wir wirklich gesagt haben, Mensch, ne? Wie wir da zusammensaßen und gesagt haben, ich zeichne das erst und nachher legt er das da drüber und das passte fast genau. Und da muss ich sagen, aber das ist doch auch so ein guter Erfahrung. Nee, das ist so auch was gute, für mich. Ja, genau, das ist doch das eine gute Erfahrung. Eine gute Erfahrung. Genau, oder was man wieder dazugelernt hat oder gesehen hat, dass das Neue doch wirklich gut genau, ist. Genau, und das macht es eben auch aus, diese Praxisforschung. Genau, ne? Das ist dann ja, klar. Beide Seiten ja auch das dazu lernen. Was lernen oder genau. Was denke, sehen, auch, das hat Berechtigung. Das wird auch. Kommt ja aus dem Bericht gar nicht hervor, wie viel Arbeit das auch im Vorfeld war. Ne? Ihr habt natürlich auch viele Flächen und mit Hilfe der Digitalisierung haben wir natürlich auch eine Fläche, auf beiden Betrieben eine Fläche ausgesucht, die eben rein vom Boden auch nicht so heterogen ist. Ne? Das war ja auch ein hoher Zeitaufwand, aber ich denke, für die Ergebnisse hat sich das allemal gelohnt. Das hat sich gelohnt. Mhm. Ja, das war ein gutes Stichwort, Ergebnisse. Dann, wie gesagt, es ist sehr umfangreich und wenn wir das mal so ein bisschen bündeln in Blöcke, so hatten wir ja einen großen Block, der hat sich zur Bodenbiologie und Bodenmikrobiologie gewidmet. Also wir haben schon viel in den Boden auch reingeguckt. Also wir haben viele Untersuchungen gemacht, also zum Beispiel Regenwurmuntersuchungen. Wir haben Bodenatmungstests gemacht, also wie ist die mikrobielle Zersetzung. Wir haben Kolumbolen bestimmt, wir haben Pilz-Bakterien-Verhältnisse gemessen. Wir haben Mykorrhiza-Untersuchungen gemacht, also da auch wirklich sehr umfangreich. Wir haben Bodenuntersuchungen gemacht hinsichtlich, was passiert im Boden mit Stickstoff, also Mineralisierungssachen, wenn wir eben zum Beispiel in den Bodenbearbeitungsvarianten sind. Und also das war ein so ein großer Bodenblock. Und dann haben wir natürlich uns, der nächste Block war Pflanze. Also eigentlich war ja das Hauptthema Unkraut. Also ne, wie kriege ich Unkraut anders beseitigt als chemisch. Und da haben wir natürlich alle Register auch gezogen hinsichtlich Bonituren, Pflanzenbonituren, Feldaufgänge, Unkraut. Also das, was du auch vorhin, Anja, sagtest mit der Digitalisierung, Bedeckungsgrade. Also da haben wir auch einen großen Block gehabt. Und letztendlich zum Schluss muss es sich ja auch für den Landwirt irgendwie ökonomisch darstellen. Also ist auch dieser ökonomische Block ein ganz wichtiger Block, der betrachtet werden muss. Also was hilft mir irgendeine Variante, die letztendlich dann in der Praxis sich nicht irgendwo rechnet und der Landwirt es dann auch nicht durchführt. Also war die Ökonomie auch ein wichtiger Block. Also sozusagen, wir haben uns sehr viel Arbeit gemacht, in verschiedene Richtungen das auch zu beleuchten. Und ich denke, das ist auch das Besondere an unserem Projekt. Wir haben ja also von der 3-Jahres-Laufzeit, sage ich ja nochmal, eine kostenneutrale Verlängerung bekommen, sodass wir wirklich dieses 4. Jahr mit dem Raps ja auch noch komplett beernten konnten und alles beleuchten konnten. Und wir haben so viele interessante Themen einfach in dem Versuch abdecken können. Ich denke, im Ergebnis, dass es auch kein Projekt gibt, was all die Sachen abbildet zu dem Thema. Ne? Das ist, glaube ich, schon sehr spannend, was wir gemacht haben. Also ich fand auch sehr gut, oder für die Außenstehenden, als wir diesen Feldtag mit den Politikern hatten, wo wir das mit dem Erosionsschutz gemacht haben, dass denen dann doch mal bewusst wurde, wie eine Fläche, die Pflanzen bewachsen ist, schnell das Wasser aufnimmt gegenüber der anderen Fläche, wo wir bearbeitet haben, wo dann eine Viertelstunde das Wasser in diesem Zylinder stand. Also das ist doch einigen länger in Erinnerung geblieben, oder ich hoffe doch länger. Ja, das ist, das, glaube ich, das Wichtige an dieser Öffentlichkeitsarbeit, die wir wirklich kontinuierlich über das ganze Projekt gemacht haben und wirklich uns auch einfache Hilfsmittel, ne, wie du auch sagst, wir haben ja dann einfach so einen Infiltrationstest gemacht. Ja. Ganz einfache Geschichten einfach, ne, auf die Fläche in den Zylinder Wasser reingegeben haben und einfach die Zeit gestoppt haben. Das sind, glaube ich, auch für Außenstehende, dass man ganz viel einfach begreifen kann. Ne? Dass man sofort ihr als Landwirte das gut erklärt hat, wie die Versuche sind und so weiter, aber über dieses Optische, ne, dass man einfach ganz schnell sieht, die Zusammenhänge einfach auch begreift. Ja, und das Gute war, dass wir ja die Versuchsflächen wirklich hier in eurem Betrieb hatten. Also ein Betrieb, der über viele Jahre Mulchsaat und dann, wie gesagt, die letzten Jahre ja Direktsaat-Erfahrungen hat. So das, was du schilderst vom Boden. Der Boden war natürlich schon ganz anders zu bewerten. Also es war ein Boden, der schon
von der ganzen Struktur und von den ganzen Bodeneigenschaften ja schon auch für die Fragestellung sehr gut geeignet war. Ja, und da hat man das Glück eben. Es gibt nicht nur Gutes, muss ich dann auch einflechten, weil Anja gerade gesagt hat, die Verlängerung. Wir arbeiten mit der Natur und mit den Flächen und das ist immer auf 3 Jahre begrenzt, diese EEPs, was eigentlich nur eine Möglichkeit ist. Und vor allen Dingen jetzt ist Ende und wenn wir veröffentlichen müssen, haben wir auch keine Gelder mehr. Also eigentlich diese Begrenzung ist immer das Schlechte eigentlich an dem. Naja, weil die Arbeit ja jetzt eigentlich erst losgeht. Wenn man sagt, man möchte noch Vorträge halten, man möchte das noch irgendwo in die Breite tragen oder auch vielleicht sogar noch weiter diskutieren oder und da endet das Projekt dann irgendwo und ja, auch wir als OG lösen uns ja dann auf und dann ist es schade eigentlich sowas. Mich würde jetzt mal interessieren, was ist denn bei den Regenwürmern, sagen wir mal speziell den Regenwürmern rausgekommen? Hast du da mal so Ergebnisse, weil ich die noch gar nicht so gesehen habe? Genau, also. Also vielleicht im Einzelnen, mach nochmal bitte eins zurück. Also im Einzelnen, dass alle nochmal auf einem Stand sind, was wir generell gemacht haben. Wir haben über die komplette Projektlaufzeit die Regenwurmbeprobungen durchgeführt. Das heißt, es waren insgesamt 5 Beprobungen, die wir ja gemacht haben. Das heißt, immer einmal zu dem Zeitpunkt, wenn die Maßnahmen im Prinzip angewandt wurden, das heißt Glyphosat gefahren wurden, die mechanischen, elektrophysikalischen und so weiter, dass wir einmal danach die Regenwurmbeprobung durchgeführt haben, um einfach die kurzzeitige Wirkung zu erfassen. Und dann haben wir immer circa 6 Monate später nochmal eine Beprobung, um die langfristigen Auswirkungen einfach zu untersuchen. Wir haben wahnsinnig viele Beprobungen dazu gemacht, deswegen wird es sich lohnen, den Bericht zu lesen, nochmal für Außenstehende. Ne? Aber was wir grob zusammenfassen können, wir hatten ja im Prinzip einmal die 3 mechanischen Maßnahmen und wir hatten die 3 Maßnahmen in Direktsaat. Wobei wir in der biologischen Maßnahme sind wir ja auch mechanisch, genau. Aber was wir einfach sehen, ist, dass die Population in den Maßnahmen, wo wir gar keine Bodenbearbeitung hatten, wurden die Populationen gefördert, hatten wir eine gute Artenanzahl und auch von der Gesamtmasse her. Und wir haben aber auch gesehen, dass kurzfristig durch diesen Eingriff in den Boden, dass wir die Bodenruhe gestört haben, dass wir dann auch weniger Regenwürmer hatten. Das heißt, diese Kombination aus zum Beispiel jetzt eben auch gerade in der Glyphosat-Variante Bodenruhe und wir haben die Unkräuter und die Ungräser abgetötet. Das heißt aber trotzdem war ja eine Nahrung für die Regenwürmer da. Sie hatten einfach Futter auf der Bodenoberfläche und das führt zu einer Förderung. Wie gesagt, in den mechanischen hatten wir in dieser kurzzeitigen Wirkung dann einfach auch eine verminderte Futterzufuhr und die Störung der Bodenruhe. Das heißt, da hatten wir immer weniger Regenwurmaufkommen, aber wir haben einfach gesehen, dann über diesen Zeitraum bis zur nächsten Beprobung hat sich die Population wieder aufgebaut. Eine Frage, wir haben ja teilweise 2-mal bearbeiten müssen, teilweise nur 1-mal. Hat sich das ausgewirkt auf die Population oder war das gestört dann egal? Gefahren reicht dann schon, um das Ganze und zu vermindern. Elektrophysikalisch, also das Elektrohör, das hat ja richtig gebrutzelt und da hat man ja immer gedacht, das ganze Bodenleben ist irgendwie verbrannt oder so. Oder spannend. Wir hatten da ja auch eine Vorstellung davon. Genau. Das hat sich aber wirklich nicht bewahrheitet. Die elektrophysikalische Variante ist am ehesten auch mit der Glyphosat-Variante einfach zu vergleichen, weil wir hier keine Störung vom Boden hatten. Und da kommen wir vielleicht später nochmal hinzu, die war ja auch nicht sonderlich erfolgreich im Abtöten der Unkräuter und vom Ausfallgetreide. Deswegen war immer Futter auf der Bodenoberfläche. Und das scheint einfach gut für die Regenwürmer zu sein. Was wir aber in dem Projekt gesehen haben, dass diese klimatischen Verhältnisse, egal, mal völlig abgesehen jetzt von den Varianten, die wir angelegt haben, dass das einen riesen Einfluss hat. Ne? Also wir hatten ja immer sehr trockene Phasen auch. Und
Da haben wir mit der Stefanie Krück, die ja die Untersuchung im Labor für uns gemacht hat, haben wir einfach auch gesehen, dass sich die Regenwürmer, dass sich das, der ganze Zyklus halt verschiebt durch diese Trockenheit. Ne? Also das ist ein ganz wichtiger Faktor, diese abiotischen Verhältnisse, die vorherrschen, also Wassergehalt im Boden, Temperatur und diese ganzen Verschiebungen jetzt auch vielleicht durch den Klimawandel, das ist genau das, was du angesprochen hast. Also das ist ein spannendes, was wir vielleicht nochmal uns noch mal ein bisschen im Detail anschauen, dass eben, wir haben ja Hauptaktivitätsphasen im Frühjahr und im Herbst der Regenwürmer und das ist auch da genau, wo wir beprobt haben und wir haben gesehen, dass im Frühjahr, eigentlich sonst hat man im Frühjahr eher mehr, also viel mehr, also auch von der Vermehrung und so. Und durch diese Trockenheit und so hat sich das so eher in den Herbst verlagert. Also dass dann mehr Vermehrung und so weiter im Herbst stattfindet. Und das ist, wie gesagt, denke ich schon, auf diesen Klimawandel auch zurückzuführen. Und das, was Anja gesagt hat, also wichtig ist immer keine Störung Futterangebot neben den klimatischen Verhältnissen. Und das hat sich ganz deutlich widergespiegelt in den Ergebnissen, also bei uns auch. Und das ist auch so ein wirklich, sag ich mal, ein Bonbon, was wir hier haben in dem Projekt, dass wir eben, weil das ja sehr aufwendig ist, diese Handsortierung dieser Regenwurmbeprobung, dass wir das, und das war ja wirklich sehr zeitaufwendig, was wir hier gemacht haben und sehr viel Manpower, dass das ja heutzutage kaum mehr irgendwo gemacht wird, so umfangreiche Regenwurmbeprobungen, also im Frühjahr und im Herbst und dann über so viele Jahre. Also das ist schon besonders und wenn eben wir auch viele Ergebnisse ja auch bestätigen konnten, ne? Also diese, dass wir auch die tiefgrabenden Regenwurmarten, dass die hauptsächlich auch in der Direktsaatvariante, also in dem Glyphosat-Variante waren, aber auch in der elektrophysikalischen und, denke ich, auch durch das Futterangebot auch in der biologischen Variante. Mhm. Also da waren auch von den Tiefgrabenden viel. Die flachgrabenden Arten, die erholen sich eigentlich durch Bodenstörung relativ schnell. Aber die tiefgrabenden Arten, die brauchen wirklich, wenn eben eine Störung im Boden vorliegt, wirklich sehr lang, ehe sich wieder regenerieren. Gut, aber wir haben ja eigentlich auf allen Flächen immer nur flach gearbeitet. Genau. Also dann könnte man, wir hätten vielleicht nochmal eine extra Parzelle anlegen müssen, wo man, sag ich mal, tiefer bearbeitet, um dann das zu. Aber mich würde nochmal interessieren, oder kann man das irgendwie rausfiltern? Liegt es an dem Bewuchs oder die Nahrung, die entscheidender ist, oder die Bearbeitung für die Regenwürmer? Oder spielt also beides zusammen? Was wir so aus der Literatur und wenn man so ein bisschen sich das mal anschaut, ist eigentlich die, sind beide wichtig, aber die Nahrung ist, glaube ich, noch von der Wertung noch einen Tick mehr zu bewerten. Also klar, und wenn eben auf der Bodenoberfläche keine Mulchschicht, keine Rückstände oder ähnliches sind, ist es eben schwierig, gerade für diese tiefgrabenden Arten irgendwo Nahrung zu finden. Ja, also das, oder auch generell, ich meine, wenn wenig Wurzeln da sind, das ist ja die Idee, dass man den Boden also ganzjährig bewachsen halten sollte, auch mit lebenden Pflanzen. Und davon profitieren ja nicht nur, da können wir ja dann mal auch den Schwenk machen auf unsere Bodenmikrobiologie, da profitieren so viele Lebewesen im Boden, also nicht nur die Regenwürmer. Also das also Futter ist wirklich, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und das ist das, was eben durch jede Bearbeitung, durchs Pflügen oder ähnliches oder auch durch Bearbeitung mit Grubber, die organische Substanz ja in den Boden eingearbeitet wird. Ja, also da haben wir ja Bodenproben entnommen, auf einem Standort nur, und haben den in ein spezielles Labor gebracht und die haben uns untersucht, einmal auf Bakterien und Pilze und deren Verhältnis zueinander und dann auch Protozoen wie Flagellaten und Amöben haben die sich unter dem Mikroskop angeguckt und auch geschaut, ob wir Nematoden in dem Ganzen haben. Speziell in unserem Versuch haben wir dann ausgewertet, wie eben dieses Bakterien-Pilz-Verhalten zueinander ist. Und auch hier konnten wir genau sehen, dass sich das Verhältnis zu Ungunsten eben verschiebt bei einem Eingriff in den Boden durch die mechanische Behandlung. Und wir konnten hier auch anhand der Werte genau sehen, wo wir auch oder wo ihr zweimal im Versuch durchgefahren seid mit Bodenbearbeitung, um die Unkräuter und Ausfallgetreide zu mindern. Das hatte einen starken Einfluss auf das Ganze.
Und dann darf man das Ganze ja auch, muss man ja auch sehen, es gibt einmal schädliche Pilze, Bakterien und welche, die fürs Bodenleben aber auch sehr gut sind. Das Gleiche auch bei den Nematoden. Was hier spannend ist und ich glaube, wo wir auch bis zum Schluss keine Lösung haben, dass wir in dieser elektrophysikalischen Variante hatten wir einfach wurzelschädliche Nematoden drin. Also wirklich wie abgeschnitten, nur in der Variante. Wir müssen halt sagen, das sind einjährige Ergebnisse in dem Fall. Aber das ist auch eine spannende Geschichte, die man so ein bisschen vielleicht weiter beobachten sollte. Also gibt es positive und, sage ich mal, negative, schädliche Nematoden. Ja. Von den Rübenanbau genau. Könnten wir natürlich genau. Also auch hier haben wir einfach gesehen, dass in der Anwendung vom Glyphosat, dass es eben keinen negativen Einfluss auf dieses Bodenleben, auf diese Bodenlebewesen, Tiere gab. Also generell war ja, was wir auch bei den Mykorrhiza gesehen haben, der Standort sehr, was eigentlich man immer sagt, im konventionellen Ackerbau eben eigentlich sonst nicht so hoch mykorrhiziert ist, war hier auf dem Standort, hatten wir auch Bodenproben und auch Wurzelproben gemacht und da hatten wir auch schon von vornherein sehr gute Mykorrhizierung gehabt und das hatte sich dann eben auch von den Bakterien-Pilz-Verhältnissen widergespiegelt, dass eben generell der Ausgangswert schon sehr gut war, also in den Proben, ne, von den Verhältnissen. Mhm. Ja, also da hätten wir gerne vielleicht noch weitergemacht, nochmal reingeguckt, vielleicht nochmal ein Jahr später, ob das immer noch oder ob das ein Zufallsbefund war. Also das können wir jetzt gar nicht so werten mit diesen wurzelfressenden Nematoden. Ja gut, aber ein Teil ist ja schon mal aussagend, dass sich das eigentlich fortsetzt, jede Bearbeitung doch etwas schädigend ist. Und das im Endeffekt ja auch eine Aussage ist, dass das Glyphosat eben das nicht schädigt. Genau. Ne, wie es ja oft dargestellt wird, es schädigt das Bodenleben. Mhm. Aber das können wir ja damit beweisen. Also es schädigt es, wissen wir nicht, vielleicht schädigt es auch gering, aber geringer als die Bodenbearbeitung. Das ist eine Aussage, die wir auf jeden Fall treffen können. Mhm. Ne? Also die Idee dahinter war, dass es natürlich in der Literatur viele Veröffentlichungen gibt und auch in anderen Bundesländern, auch über den Feldtag der GKB in Hessen, haben die einen Feldtag gemacht zu Bodenbearbeitungsvarianten nach der Ernte. Und hinterher wurden die Flächen auch weiter beprobt, ne, in Minnwerte, in 0 bis 60 Zentimetern. Und hier kamen extrem hohe in Minnwerte bis zu Vegetationsende einfach heraus. Also der Boden hat einfach sehr stark mineralisiert. Und da haben wir gedacht, das bietet sich einfach in unserem Projekt noch an, auch mal in Minnwerte zu ziehen, weil wir ja einmal die Varianten haben, wo wir gar nicht in den Boden eingreifen. Aber wir haben die Varianten mit der Bodenbearbeitung, aber eben nur einer sehr flachen Bodenbearbeitung. Und ich denke, Nitrat ist ja ein großes Problem, wenn der Boden einfach noch zu sehr mineralisiert. Es kommt dann ja einfach auch zur Auswaschung über den Winter. Wir haben auch zu dem Thema hatten wir eine Masterarbeit laufen von Herrn Schölzke, der schließt die jetzt auch bald ab. Das heißt, wir haben da sehr umfassende Untersuchungen wir hatten da auch 5 verschiedene Beprobungstermine von einmal natürlich der Ist-Zustand vor der ganzen Anlage und nachdem wir die Maßnahmen angelegt haben, hat er ungefähr im 2-Wochen-Rhythmus beprobt bis zum Vegetationsende und dann auch nochmal eine Untersuchung zu Vegetationsbeginn gemacht. Das heißt immer in Bodenschichten 0 bis 30, 30 bis 60. Zusammenfassend können wir hier einfach sagen, wir konnten nicht sehen, dass die Mineralisierung durch diese flache Bodenbearbeitung so stark angeregt wurde. Also das Ganze haben wir ja im Winterweizen gemacht. Und ich denke, das, was der Boden dann noch mineralisiert hat, konnte der Weizen aber eben auch noch aufnehmen. Das heißt, im Fazit können wir sagen, logischerweise in den Varianten, wo wir den Boden gar nicht anfassen, aber auch in den flachen, dass wir hier nicht mit einer Auswaschung vom Nitrat rechnen müssen. Du hast es angesprochen, das ist in der Masterarbeit dann von Herrn Schölzke auch nochmal gut nachzulesen. Er hat das dann eben auch noch ein bisschen aufgeweitet in seiner Arbeit, nicht nur die N-Min-Beprobungen dargestellt, sondern hat das auch nochmal ökonomisch gerechnet und, was wir auch sehr spannend fanden, sozusagen so ein CO2
Fußabdruck oder Ausstoß gerechnet. Und das war auch sehr spannend. Das werden wir jetzt ja uns gleich nochmal auch bei den ökonomischen Sachen angucken. Dass gerade eben durch diese elektrophysikalische Variante doch ein, also da wirklich einen sehr hohen CO2-Ausstoß hat, eben gerade durch den hohen Kraftstoffbedarf, durch die geringen Arbeitsbreiten, hohe Arbeitsstundenanzahl, also da, wenn man das in die Richtung betrachtet, ist es auch sehr spannend, wenn man nach Alternativen sucht, ne? Also zum Glyphosat. Aber da können wir uns ja mal die ökonomischen Sachen anschauen. Bevor wir dahin kommen, würdest du vorhin das einmal angesprochen, den Bekämpfungserfolg der Beikräuter oder Unkräuter. War das vergleichbar über alle Varianten? Also was wir natürlich gesehen haben, wir hatten einen hundertprozentigen Wirkungserfolg beim Glyphosat. Ne? Den Bodenbearbeitungsvarianten, denke ich, war das einfach nicht zwingend gegeben. Ne? Also das ist eben auch dieser Unterschied. Wir müssen einfach sehen, was wollen wir. Ne? Du kannst das schon in gewisser Weise hinbekommen, aber ich denke, das habt ihr ja dann auch, dann haben wir ja auch entschieden, in manchen Varianten war der Erfolg uns überhaupt nicht gut genug. Wo wir dann doppelt gefahren sind. Und dann, genau, und dann seid ihr auch nochmal durchgefahren. Diese elektrophysikalische Variante. Ja, da war der Wirkerfolg vielleicht nur bei 60-70%. Ja, man muss das ein bisschen unterscheiden. Einmal auf die, wie wir ja gesehen haben, als wir eingestellt haben, den einen Grower. Unsere Prämisse war ja eigentlich, so flach wie möglich zu arbeiten. Und das haben wir gleich gemerkt, das geht nicht mit allen Maschinen mit einem Arbeitsgang. Dadurch mussten wir etwas tiefer und teilweise zwei Arbeitsgänge einschalten. Dann war die, na, haben wir ja auch, wir haben ja auch mit bonitiert oder uns das angesehen, war die fast gleich mit Glyphosat. Und die vom Elektroherb, da war eben das Problem, dass einfach die Ungräser und Ausfallgetreide, dass da die Wirkung nicht befriedigend war. Gerade bei den Ungräsern, beim Acker Fuchsschwanz, in dem ganz kleinen, feinen Stadium ist der Strom, weiß ich nicht, bin ja kein Elektro, oder der nicht so geflossen. Also da war der Bekämpfungserfolg fast nur bei 50%. Bei Breitblättrigen war der sehr gut. Ja. Also man kann jetzt nicht sagen, es war richtig. Nur 50, ne? Man muss das auf die verschiedenen Unkräuter eben nochmal beziehen. Ne? Genau, und was du, das ist dasselbe, was du auch gesagt hast zu den mechanischen Varianten. Es hängt immer davon, wie war zum Beispiel Ausfallgetreide da, wie war die Zusammensetzung, Gräser und andere Unkräuter, und dann eben zu entscheiden, nee, ein Bearbeitungsgang reicht nicht. Oder wie wir hier auf Franke Weide, bei Holger, haben wir den Bearbeitungsgang gemacht und dann hat es abends geregnet, obwohl nichts angesagt war. So, dann mussten wir in zwei Tagen nochmal fahren. Also, ne, da ist man, das Wetter spielt dann ja auch noch eine große Rolle, wo Glyphosat ist bekämpft. Ne, weißt du doch, da haben wir doch, mussten wir nochmal fahren und dann haben wir gesagt, ja, jetzt ist es eigentlich schon wieder schwierig, das zu bewerten auch alles. Ne? Die elektrophysikalische Variante, denke ich, war ja für uns auch erstmal nicht einschätzbar. Ne? Nee, also, gar nicht. Denn ist, das stimmt. Ne, die Maschine ist ja drüber gefahren und hat die Unkräuter und Ausfallgetreide ja durch den Strom bekämpft. Und man muss halt sagen, ein paar Stunden später, als wir ja auch nochmal zusammen übers Feld sind, hatten wir erstmal das Gefühl, dass wir einen sehr guten Behandlungserfolg hatten, weil die Pflanzen, also für jemanden, der es noch nicht gesehen hat, die Pflanzen sind ja dann so ein bisschen wie Stroh zusammengekrumpelt. Ne? Also es ist eben dadurch, dass es eben sehr trocken immer war, zu dem Zeitpunkt ist der Strom ja nicht durch die ganze Pflanze durchgeflossen. Das heißt, gerade bei diesen, ne, beim Fuchsschwanz und Ähnliches, es konnte einfach mit einer ordentlichen Kraft wieder austreiben. Und das ist ja dann... Das hat sich auch in den Erträgen dann wieder gespiegelt. Ne? Also das ist auch gerade bei dieser Variante. Und am Endeffekt im Deckungsbeitrag. Ja. Das war uns aber schon vorher klar, ne, weil das so energieaufwendig ist, so zeitaufwendig. Ne, das ist ja. Aber ich denke, ausbaufähig sind so eine Sachen schon. Also gut, dass wir das mitgetestet haben. Und jetzt, es gibt ja auch schon neue Entwicklungen. Wir sind ja jetzt schon wieder 4 Jahre weiter. Richtig. Und ich denke, da gibt es auch bestimmt Ansatzpunkte, wo man gut mitarbeiten kann. Aber so wie wir das eben angefangen haben, war es eben noch nicht von der Entwicklung so weit und noch nicht so optimiert. Ne?
Denn ich glaube, einmal haben wir das auch gemacht auf dem großen Plan. Da haben wir morgens angefangen oder freigeworden, wo es feucht war. Und da ist es besser gewirkt als da, wo es nachmittags trocken war. Also auch das spielt dann wieder, wie gesagt, auch die Witterung eine große Rolle. Was eben beim Glyphosat einheitlich ist, Bodenbearbeitung schwieriger und dann noch schwieriger, die Witterungseinflüsse. Ne? Oder haben noch mehr Einfluss darauf. Nicht schwieriger, sondern höheren Einfluss. Na gut, das spiegelt sich aber auch in den Deckungsbeiträgen jetzt ja wieder, so wie wir da. Also die Deckungsbeiträge hatten wir uns entschieden, einmal wirklich aus den betriebseigenen Daten auch zu erheben und haben dann gesagt, wir stellen trotzdem einfach mal gegenüber KTBL-Daten. Ne? Ich denke, für den Versuch ist es schon spannender, mit den betriebseigenen Daten zu rechnen. Aufgrund, was sich einfach widerspiegelt, sind auch die Erträge, ne? Wo wir einen guten Ertrag hatten, eben vor allen Dingen in der Glyphosat-Variante, aber auch in den mechanischen Varianten, dass entsprechend der Deckungsbeitrag zufriedenstellend ist, aber immer in den Varianten, gerade in der elektrophysikalischen Variante eben, wo wir immer niedrigere Erträge hatten und der Arbeitszeitbedarf viel höher ist, natürlich der Deckungsbetrag auch völlig... Ich denke, für die Praxis kommt es in dem Fall nicht in Frage. Also wenn da nicht wirklich jetzt noch Weiterentwicklungen kommen, um dieses Verhältnis wirklich ein bisschen zu nivellieren, dann... Naja, das muss man weiterverfolgen. Ne? Vielleicht für diese gesamte Anwendung, wie wir das gemacht haben, ist es schwierig. Aber ich sage mal, vielleicht in Reinkulturen. Absolut. Oder in Spezialsachen. Mhm. Ich denke, da hat das auch seine Berechtigung. Ne? Mhm. Warum soll das nicht funktionieren, wenn die das optimieren und wirklich oder der Energie auf einem Arbeitsplatz sich verändern und so weiter? Das ist ja, wenn man das sehen, wenn ich das sehe, ist ja mit der biologischen oder unserer Variante mit der Bedeckung ist ja auch abgefallen. Aber immer weil wir ja eigentlich wieder eine Zwischenfrucht reingedrillt haben oder eine Untersaat versucht haben zu etablieren. Das hat sich nicht unbedingt positiv auf den Ertrag ausgewirkt, aber weil wir eben durch das Wetter die nicht richtig etabliert haben. Ich denke, auch da ist noch eine Zukunft drin. Das ist ja nicht schlecht. Man muss das nur richtig etabliert kriegen und da müssen wir noch weiterarbeiten. Aber könnt ihr aus den Erfahrungen, aus den Ergebnissen was lernen, was ihr im Betrieb trotzdem weiterverfolgt oder umsetzt, gerade zu dieser biologischen Variante, also gerade mit den Untersaaten? Ist das so zielführend? Das machen wir. Wir haben ja schon das zweite EEP-Projekt, das erste war ja Raps in weiter Reihe. Und da haben wir schon viel gelernt und das setzen wir jetzt auch ein und werden auch, ja Hendrik, wir haben ja jetzt auch mit dem Klee als Untersaat nutzen wir und wollen da auch noch weitermachen, dass wir das auch noch weiter probieren. Aber da ist eben noch viel Forschungs- oder viel Bedarf drin, was für Pflanzen man nimmt, wie man das macht. Und eben das Wetter entscheidend auch. Ne? Also wenn wir wirklich sehen, wenn das immer so extrem trocken bleibt, wollen wir mit Untersaaten nicht viel anfangen. Das ist ja das Gleiche wie mit den Zwischenfrüchten. Die ersten Jahre, wo wir angefangen haben, es war feucht, hat man eine gute Zwischenfrucht, die alles abgedeckt hat. Da konnten wir dann direkt reinsehen und man brauchte eigentlich kein Glyphosat für unsere Dings. Aber wenn das im Endeffekt im Sommer so trocken ist, dann kann man eben keine Zwischenfrucht etablieren. Und das ist das größte Problem, die Witterung, denke ich mal. Ja, dann können wir uns nochmal neben dem Deckungsbeitrag die Arbeitskraftstunden angucken. Das ist eigentlich das ähnliche Bild, da ja bei der Glyphosat-Variante man wirklich nur eine Überfahrt hat. Und die mechanischen Varianten, die lagen also vom Arbeitszeitbedarf eigentlich ähnlich, da gab es keine Unterschiede, die elektrophysikalisch untereinander ähnlich. Und die elektrophysikalische hat es wirklich am meisten Arbeitszeitbedarf hier zu verzeichnen und die biologische Variante war ungefähr den mechanischen Varianten gleichzusetzen. Weil die biologische Variante dann doch eine Verfahrenskombination war aus mechanisch und in der Begrünung im Prinzip. Ne? Was eben wirklich an den EEP-Projekten in sich eigentlich, was ich in sich gut finde, dass wir eben nicht unbedingt Ergebnisse präsentieren müssen, positive oder negative, dass das eigentlich Ergebnis offen ist. Was auch für mich gut war, wir haben Ergebnisse rausgekriegt, dass einfach die flache Bodenbearbeitung gegenüber Glyphosat, dass wir die Vorteile verlieren vom Glyphosat, was Bodenbedeckung, Bodenruhe betrifft. Dass aber der Eingriff im Prinzip gar nicht so massiv ist für das Bodenleben.
aber eben viele andere Faktoren stört. Mhm. Dass es gute andere Alternativen gibt, muss man auch sagen. Aber ich denke, dass nicht nur einfach Glyphosat über einfach nur Technik, über Bodenbearbeitung ersetzt werden kann, sondern dass ganze Konzepte dahinter stehen Richtig. Müssen. Dass ja. man sagt, wir müssen also versuchen, doch wie möglichst viel Bodenbedeckung zu behalten, eventuell durch andere Technik, durch andere Fruchtfolgen, durch Biodiversität, durch sonst was. Das ist nicht nur das Weg, das Her und das ist die Lösung. Genau. Ne? Also es das, muss eine breite, das ist ein sehr guter, breite Sache sein, sehr, die man da genau, weil, ändern muss, um das zu ersetzen. Was wir uns bewusst waren, dass es ja nicht die Alternative gibt für Glyphosat genau. und dass es immer ein Kompromiss ist, den wir eingehen, also in jede Richtung. Also entweder ist es ein aus Umweltgesichtspunkten Kompromiss oder aus ökonomischer Seite ein Kompromiss. Also genau. es ist nicht, dass wir eben, was ja eigentlich jeder so ein bisschen wünscht, ne? Also ach, wir haben jetzt das eine weg und das andere, das, und dann ist alles trotzdem die Vorteile, die wir eben in Mulch und Direktsaat haben, immer gleich. Aber es wird immer ein Kompromiss sein. Und das müssen wir uns im Klaren sein. Und das war eigentlich auch in dem Projekt so wichtig, jetzt auch nochmal herauszufinden. Wir haben viele Sachen oder viele Untersuchungen konnten wir auch bestätigen mit den Regenwürmern, dass Mechanik Regenwürmer stört. Das gibt es ja in vielen Veröffentlichungen schon. Wir konnten vieles bestätigen, aber wir haben auch wieder eigene Sachen dazu gelernt, eben, dass wir eben vielleicht eine Verfahrenskombination auch fahren müssen. Dass auch diese ein Kompromiss ist, also das zu der chemischen Alternative. Und das muss man auch so ganz klar definieren. Und wenn wir wirklich in der reinen Direktsaat sind, ist es eben schwierig, sag ich mal, irgendwas mechanisch zu machen. Geht ja dann nicht. Ne? Also das müssen wir uns auch bewusst sein, dass dann eben da jetzt keine wirklich wahre Alternative dazu gibt. Und ich denke, ganz wichtig, was wir auch gerade die letzten Jahre nicht nur hier am Standort gesehen haben, aber was generell ist, dass ja die in der Vegetation, dass wir immer weniger Wasser zur Verfügung haben und dass wir eben wassersparend arbeiten müssen. Das ist natürlich eine Sache, die wir jetzt nicht zwingend untersucht haben, den Wassergehalt der Böden. Aber es ist natürlich ein Fakt, ne, dass wir jedes bisschen Wasser im Boden halten müssen und dass wir natürlich auch mit jedem Eingriff in den Boden, mit jeder Bodenbearbeitung einfach Wasser verlieren. Ne? Und das ist, denke ich, auch der Vorteil in den Direktsaatvarianten, dass wir den Boden, das Wasser in der obersten Bodenschicht dadurch auch gehalten haben. Und die Kultur dann einfach auch einen Vorteil hatte. Aber wir haben auch gesehen... Ja, ich wollte noch mal Wasserhaltevermögen, beziehungsweise haben wir denn auch noch mal Zahlen bezüglich Humusaufbau oder war das zu kurzfristig oder müsste man das über noch einen längeren Zeitraum eigentlich mal erfassen? Ja, also Humus ist ja wirklich ein sehr, sag ich mal, auch was man, wenn man irgendwie Kurven oder Tendenzen haben will, muss man natürlich längere Zeiträume. Was wir ja gemacht haben, ist zu Versuchsstart, haben wir Bodenuntersuchungen gemacht mit allen Grundnährstoffen, auch mit Humus gehalten und so weiter. Aber das war jetzt nicht in den Untersuchungen, dass wir gesagt haben, wir wollen irgendwie eine Entwicklung vom Humus darstellen. Das haben wir einfach nicht auf dem Arbeitspapier gehabt. Für uns in dem Falle nicht wirklich zielführend, weil unser Thema ja einfach... War ein anderes, ja. Genau. Ja, wir haben auch gelernt, dass man manche Untersuchungen gemacht hat, wo man gesagt hat, naja gut, das hätten wir uns vielleicht sparen können. Aber so für mich, aber du hast eben Wasserhaltefähigkeit oder Wasserverdunstungstrockenheit angesprochen. Für mich wäre auch in diesen extremen Jahren die Bodentemperatur zum Beispiel mal ganz interessant gewesen. Was wir im Nachhinein jetzt so sehen, hätte man sagen, wir hätten vielleicht doch andere Parameter manchmal nehmen sollen. Ne, weil wir wissen ja auch, 40 Grad im Schatten hatten wir, wie wirkt sich das auf dem Boden aus mit Bedeckung oder ohne Bedeckung? Oder wie war die Sommergerste vom Ertrag, ist so abgefallen, aber weil es einfach in der Direktzeit dann zu kalt war. Also auch da haben wir Nachteile, wir haben ja nicht nur Vorteile von den ganzen System. Und hätte man, also ich will nur damit sagen, es gibt auch verschiedene Parameter, wo wir jetzt wissen, wir hätten vielleicht noch ein bisschen, aber hätte, wollte, aber auch richtig, daraus aber haben wir was gelernt. Das können wir jetzt nochmal bearbeiten. Ja, ne? Nee, aber auf die Fragestellung Temperatur war ja nicht in dem Sinne, es ging ja darum, wie kriegen wir das Unkraut weg, das weiß ich. Ja, ist schon klar, aber sicher ist dann immer irgendwo ein spannender Faktor. Aber die Auswirkungen sind ja oft dann so und so. Ne? Und wenn ich dann die ökonomische Auswertung sehe und sage, der Ahne fällt so runter,
da muss ich das, ich kann das zwar begründen jetzt als Betriebsleiter oder Henrik und ich, weil wir das immer gesehen haben, ne, aber wie will man das dann in dem Projekt beschreiben, das ist schwierig, weil so viele Faktoren damit reinspielen. Aber was deswegen ich noch mal, ist es ja wichtig, so Sachen einfach anzusprechen. Ja, das sind ja auch Beobachtungen. Ja. Das sind ja nicht alles nur Messungen, sondern eben auch Beobachtungen, die man gemacht hat, wo wir Rückschlüsse einfach draus ziehen. Ne? Ja, was auf jeden Fall immer gut war, es gab keine Verletzten und wir haben uns immer vertragen und es hat trotz oft sehr, sehr viel Arbeit immer Spaß gemacht mit allen, auch mit denen, Andreas, die wir so requiriert haben, die von ganz außen kamen und ja, die mit Spaß hatten beim Zählen und ist ja doch ein Riesenaufwand gewesen und das macht ja auch Spaß und das schweißt ja auch so ein bisschen zusammen. Auch mit Außerstehenden, die wir mit hatten, sei es Schüler oder sei es Praktikanten oder Freunde, die dann einfach so gekommen sind oder auch Lehrer, die mitgekommen sind, eine Lehrerin und die hatte einen Bärenspaß dabei. Und ich denke, das hat uns ja auch gezeigt, dass das Thema nicht nur für Landwirte spannend ist, sondern allgemein ja, und wie man auch an die Bevölkerung das Thema bringen kann. Ja, das hat auch immer Spaß gemacht. Ja, das ist das, was ich am Start auch gesagt habe, diese Brisanz von diesem Glyphosat, weil jeder, sag ich mal, Gruppe Landwirt, Gruppe Wissenschaftler oder Bevölkerung sieht das ja aus einem ganz anderen Blickwinkel. Und deswegen war das eben so toll, wo wir auch die Feldtage gemacht haben, dass wir auch aus dem Umkreis auch die mit eingeladen haben, und um zu sagen, hier, wir zeigen mal, was machen wir hier auf den, und wir machen uns Gedanken um die Umwelt, um bestimmte Parameter, die wir eben da im Boden zum Beispiel erhalten wollen, und das eben auch zu zeigen, das war so wichtig. Und das ist eigentlich deswegen nochmal ein gutes Format eben auch für solche Praxisforschung. Schlusswort. Schlusswort ist immer irgendwie so ein bisschen dramatisch, aber ich möchte mich ganz herzlich erstmal für die Zusammenarbeit bedanken. Das hat viel Spaß gemacht. Es hat viel Erkenntnisse gebracht, viele in den Meetings, und wir haben ja auch sehr oft, wir haben ja auch wirklich Höhen und Tiefen, wir hatten Corona-Jahre dazwischen mit, wir haben über Zoom-Meetings uns verständigt, also wir haben ja auch wirklich das Projekt immer im Fokus gehabt und haben Wege gesucht, das eben auch trotzdem in Verbindung zu bleiben und auch weiter zu bearbeiten, und waren da wirklich sehr akribisch hinterher. Also vielen Dank für die ganze Unterstützung. Also wirklich ohne eure Unterstützung hier auf den Betrieben und auch durch die anderen OG-Partner wäre das nicht möglich gewesen, dass wir dann wirklich unseren Bericht und alle auch Parameter, die wir uns am Anfang ja vorgenommen haben, auch wirklich durchgezogen haben und auch wirklich Ergebnisse da präsentieren konnten. Also ganz herzlichen Dank für eure Engagement, und ja, ich bin gespannt, wie die Resonanz ist jetzt auf den Bericht. Ich bin gespannt, Anfragen gab es schon, und ja, ob da noch weiterführend Ideen dazu kommen, auch von denen, die es vielleicht lesen, die es dann bewerten auch. So, bin ich sehr gespannt drauf. Ich fand es doch spannend, ja. Das war doch... Naja, spannend ist das immer wieder, klar. Gut. Man hat da ein bisschen was gelernt, da mit den Regenwürmern, die verschiedenen Arten, was ich alles, habe ich vorher nicht gewusst, ne? Nee. Was gibt's? Vertikale und horizontale und sowas? Genau. Tiefgräber und Flachgräber. Tiefgräber, und die einen gehen quer, die anderen gehen gut. Ja. Charles Darwin hat ja so gesagt, er hat gesagt, die Regenwürmer haben auch eine gewisse Intelligenz. Also das hat der schon mal festgestellt in seinem Buch. Mhm. Der hat Dreiecke hingelegt aus Papier und hat die dann immer verschieden hingelegt, die Spitze zum Dreieck, und die haben immer das Blatt Papier an der Spitze genommen und zum Loch hingezogen. Und da hat er gesagt, dass er eine gewisse Intelligenz haben die auch. Ob das nun stimmt, weiß ich nicht, aber ja. Charles Darwin meinte das auf jeden Fall. Aber der hat sich auch schon mit Regenwürmern befasst. Ja, so alt ist er schon. Ja. So, wir fangen da jetzt auch wieder mit an. Wir lernen da jetzt auch noch. Wir lernen auch noch was. Ja. Kann viel lernen. Tja. Immer wieder Neues.